Dann fühle ich mich richtig wie zu Hause. Bisschen Licht. Ja, genau so. Schön Licht machen. Jetzt brauchen wir noch den Arkenstein und dann gehört das uns. Okay. Okay, diese Tür geht dann auf, wenn hier Strom fließt. Tut sie jetzt irgendwie noch nicht. Okay, das sind die elektrischen Fackeln, die bringen. Da habe ich auch schon was verzählen gehört. Da schauen wir mal, was wir hier machen können. Hier gibt es noch Materialien. Ein Dünneisen. Das vielleicht. Tja. Wenn wir hier so Leitfackeln hinstecken auf dem Weg. Hier haben wir noch eine Fackel. Tja. Sagt einem auch keiner so richtig, was hier los ist. Tja. Irgendwas läuft hier auf jeden Fall noch nicht ganz toll. Noch die hier irgendwie. Die Logik würde. Mit der mystischen Elektrizität ist mir noch nicht klar.
Was ist hier gewollt? Wir müssen durch das Tor durchkommen. Aber wie? So nicht. So kommen wir nicht dran vorbei. Irgendwie läuft der Strom lang. Irgendwie können wir Fackeln anzünden. Diese Fackeln haben auch irgendwas zu sagen. Wir haben hier drei Fackeln und einen im Gerät. Okay, jetzt Fackel benutzt, kann man den nicht. Da ist nichts zum Reinstecken unten. Hier vielleicht noch, aber. Wo? Hier in den Stein oder? Scheint nichts zu bringen. Ja. Muss mal gucken, ob ich vielleicht eine Komplettlösung finde, die das mir irgendwas verrät. Okay, das war ein Autosave. Verstehe nicht, was hier läuft. Das Tor ging also einfach nicht auf. Eine Bombe haben wir auch nicht mehr mit dabei. Können wir eine craften. Bauen wir Holz für ein Stumpffels. Es wird nichts bringen. Ein Fortschuh suchen. Pain Game. Vielleicht verrät uns ja irgendwas, wie wir hier weiterkommen.
Tja. Wie kommen wir den Minen weiter? Verrat mir das. Ja. Ich bin jetzt wirklich nicht weiter. War schon auf YouTube, den wir mal gucken können. Sonst fällt mir nämlich gerade nichts ein. Das Fritzeln, das stört irgendwie die ganze Zeit. Tja. So, Leute. Ich habe tatsächlich einen Plan. Mir hat ein Let's Play von einem YouTuber, der das schon gespielt hat, weitergeholfen. Ich hätte es echt nicht gedacht. Das ist jetzt wirklich, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist bekloppt. Man muss tatsächlich, deswegen standen die 3 Jahre nebeneinander. Es gibt tatsächlich 3 Fackeln. Nur eine ist die richtige. Und zwar die hier. Die muss man da reinstecken. Man muss die richtige von den 3 Fackeln finden und die dort in das Ding stecken. Dann passt, dann passiert das Restliche. Erzähl mir nichts. Das ist echt, echt. Dachte ich mir auch irgendwie, das ist, als ich das gesehen habe. Erzähl mir nichts. Erzähl mir nichts. Als ob. Also wenn die drei, hübsch sieht's aus übrigens, wenn die 3 Fackeln verschieden aussehen würden, wenn das eine rote Fackel, das eine grüne und das andere blaue Fackel wäre, oder wenn auf der einen Fackel ein Kreis, auf der anderen Dreieck und auf der anderen Viereck ist, dann würde ich sagen, das wäre das Squid Game, aber es ist, ja, dann würde ich schon sagen, dann könnte ich das verstehen, dass das dann da draußen Rätsel ist, aber die sahen ja, wenn die Stadt, die steckten ja sogar nebeneinander. Ist dann wirklich im Ernst, das ist. Oh, ich muss mal hier kurz. Meine Minen. Haust ab. Gehst du weg?
Lecker essen. Ist das auf deiner Leiche? So. Wir haben wieder Fackeln. Ah, hier ging es ja schon richtig. Ja, das Rätsel war ja wirklich. Naja. Wie gesagt, wenn die anders aussehen. Jetzt können wir hier hoch. Gefährliche Treppen. Okay. Oh nein. Das muss man schnell machen hier. Ja. Ja. Jetzt wird man da vielleicht. Oh nein. Verdammt. Verstehe schon, was das Spiel von mir will. Peak. Ups. So, Hallo. Oh nein. Oh nein. Oh wow. Abhauen, 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 abhauen. Muss was essen. Noch was essen. What the fuck? Ich kann mich nicht dran erinnern, dass die Viecher mal so stark waren. Ordentlich Loot. Hier steckt eine Fackel. Wird vermutlich die richtige hierfür sein. Hurra. Ah ja, ich hoffe, wir kommen dann wieder. Okay. Scheinbar noch viel zu erkunden.
Aha, okay, Sekunde, da gibt's ein Rätsel. Das müssen wir uns einprägen. Ja. Macht mal mehr ein Screenshot oder so. Ach du Schande. Erst waren die Streifen hier, die einzelnen, die hier. Jetzt. Das war das Richtige. Das andere war... Maybe das hier. Das andere war... Bin ich mir nicht sicher, aber das hier. Scheinbar falsch. Jo, jetzt komme ich hier nicht mehr durch, oder was? Verkackt. Tür für immer versperrt. Eins mit dem Kreis drin und dann das. Hilft mir bloß jetzt nicht mehr. Das ist natürlich mies. Das jetzt nicht mehr rückgängig machen kann. Tja, Game over. Gehen wir wieder nach Hause. Hier kommen wir nicht mehr raus. Das ist mies. Ich den Freitod. Tja. Da muss es doch eine Rücksetzoption geben irgendwie. Dass da mal jemand dran fehlt. Checkpoint laden. Ah ja, sehr schön. Okay, jetzt gucken wir es uns noch mal an. Wir müssen beim ersten Versuch richtig gemacht werden. Okay, die Klauen vom Bären
Also merkst du mir jetzt dann das Haus mit dem Punkt drunter, das so Dach mit dem Punkt drin und da haben wir noch so ein chinesisches Zeichen. Okay, das ist das letzte, das ist das zweite. Okay, beim letzten bin ich mir tatsächlich nicht sicher, aber das kommt als zweites. Bin echt nicht sicher. Okay, jetzt haben wir. Das kommt als erstes. Das kommt überhaupt nicht dran. Das auch nicht. Das ist als drittes. Ich würde sagen, ich guck noch mal. Ich guck noch mal nach. Welches ist das dritte Zeichen? Das dritte Zeichen ist X%. Das hier. Das zweite Zeichen ist das hier. Das erste Zeichen haben wir hier. Das haben wir jetzt. Okay, das ist schlecht. Kaputt. Ich kann nicht mehr ziehen. Hallo Entwickler, wir haben einen Bug. Kommen wir nicht mehr raus. Eingerostet. Am 14. November, jo, passt. Ich komme hier nicht mehr raus. Aus der einen Tür bin ich nicht mehr raus und hier. Ja. Das war ein überraschendes Ende des Projekts. Ja. Hast du den Hebel aktivieren dort vorne vielleicht? Nö. Da rührt sich nichts. Aus allen unterschiedlichen Winkeln, da geht nichts. Ach, kann das sein, dass die Kinder das... ganz schlicht und einfach keine Pfeile mehr habe? Ich
Na, das erklärt vieles. Dann ist das doch kein Bug. Das erklärt vieles.